Ein Fatwa kostet jetzt 10 Cent, 30 Cent, kriegst du ein Fatwa. Ar-Rasul sagt, keine Frau darf allein fliegen ohne Mahram. Es gibt manche Gelehrten, wie auch jetzt sagen, es gibt manche Gelehrten von Euro, die nehmen sogar auch Frauen ab, ich kann dir sagen, 16 Jahre alt, ohne Mahram. Wer letztes Jahr, wir waren in Umrah und eine, der hier ist, der hat 13 Frauen ohne Mahram mitgenommen. Und die sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Wie kann es sein, dass man sagt, man darf also solche Sachen machen? Das kann nie sein. Das heißt, diese Gelehrten von Euro, die werden also Fragen bekommen und die werden auch beantworten, aber ohne Wissen. Der sagt hier, ja, ich meine, es ist kein Problem, man darf also mit, wenn eine Frau keinen Mahram hat, es ist kein Problem, es ist jetzt Zeit von Kamelen schon vorbei und so weiter und so fort. Jetzt gibt es Flugzeug und alles, also in 6 Stunden sind wir dort. Braucht man keinen Mahram, es ist kein Problem. Subhanallah. Woher die Kadalik Fitna? Das ist auch ein großer Fitna, dass man eine Frage bekommt, und beantwortet ohne Beweise. Und obwohl Beweise gibt, aber du sagst andere Beweise, die dir stimmen. Warum? Weil du richtig kaputt bist. Und immer jemand, der nach solchen Sachen sucht, man muss immer denken, dass er kaputt ist. Subhanallah. Zum Beispiel jemand, der sagt, ja, man darf singen, Al-Ghina ist es nicht haram, ist es kein Problem. Oder es, die Frauen, die müssen nicht also alle, also die Klamotten, die breit sind, anziehen. Ist kein Problem. Warum? Weil für ihn, sein Hawa braucht das. Sein Hawa und sein Shaitan, die brauchen solche Sachen, damit die genießen, wie die denken. Damit die genießen, wie die denken. La'anahum Allah Azza wa Jal. Qal al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, fadallu wa adallu. Das heißt, die sind selber kaputt und haben auch Leute, die auch die Folgen kaputt gemacht. Und dieser Hadith rawahu al-Bukhari und Muslim. Und خاف الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم hat Angst gehabt, also nicht von Kuffar oder von den Muslimen, die manchmal so, sondern رسول الله صلى الله عليه وسلم hat uns immer gewarnt vor al-Munafiqin, die Heuchler, die mit ihm sogar auch gebetet haben und die mit ihm auch gekämpft haben und trotzdem die wahren Munafiqin, subhanallah. Und das ist auch ein Fitna von diesem Umma. Und diese Fitna von diesem Umma bleibt immer bis Yawm al-Qiyamah, kama qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fil hadith ladhi rawahu Ibn Habban wa Sahih al-Albani rahimahullah. Inna akhwafa ma akhafu عليكم بعدي منافق عالم اللسان سبحان الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم was euch also vor was habe ich Angst dass ein Munafiq obwohl gelehrter ist aber kann gut reden, weißt du, so vor das hat Muhammad صلى الله عليه وسلم Angst. Ein Gelehrter, der Munafiq ist, aber er kann richtig reden. Er kann Leute ziehen mit seiner Zunge. Sogar auch, er kann auch falsche Beweise geben, wo man das nicht geben darf. Zum Beispiel, er redet über Gebet, aber er gibt hier einen Beweis über Fasten. Der macht Leute so, wie Magie. Der zaubert, der verzaubert die Leute. Und die Leute, die nehmen ihn als ein Vorbild, ein Gelehrter. Obwohl Munafiqun, Alimun, Shadidul Lisan, auch Hulul Lisan.